Molly auf Borkum. Unter diesem Namen wurde 2019 Eisenbahngeschichte geschrieben. Erstmals wurde eine Molly-Lok auf die Nordseeinsel Borkum verbracht, um dort im Plandienst eingesetzt zu werden. Das Ganze nutzten beide Bahnen, die Borkumer Kleinbahn und auch die Mecklenburgische Bäderbahn Molly, für das Marketing und Werbung des jeweils anderen und sich selbst. Begonnen hatten die Planungen schon 2018. Am 10. November 2019 war es jedoch dann soweit. Die kleine Ex-Wismut-Lok 99331 wurde von einem Tieflader der Pressnitztalbahn abgeholt und über die Straße und auf dem letzten Teilstück mit einer Fähre von Bad Doberan auf die Insel gebracht. Für mich hieß es dann Tagesausflug auf die Nordseeinsel Borkum. Nach einem frühen Start um 2 Uhr in den Tag ging es für mich und einen befreundeten Fotografen mit dem Auto nach Emshaven, dort das Auto abgestellt und zu Fuß auf die Fähre. Beim Einsetzen der Ebbe legten wir ab und sahen viele Sandbänke, Windräder und hin und wieder auch einige Fischfangboote mit ihren großen Netzen in den Fahrrinnen. Kaum betraten wir mit dem ersten Fuß das Festland, bog auch schon der morgendliche Linienbus um die Ecke, mit welchem wir gern Inselbahnhof fuhren. Kurz nach der Abfahrt vom Hafen begegnete uns auch schon der erste Zug, welcher von einer normalen Diesellok der Insel gezogen wurde. Am Bahnhof angekommen sahen wir bereits auf dem Betriebsgelände die dampfende Molly-Lok, ein vertrauter Blick, welche aufwendig vom Lokpersonal geputzt und für den Tag aufgearbeitet wurde. Auch Mr. Eisenbahnromantik Hagen von Ortloff war an diesem Tag auf der Insel und fing zusammen mit seinem Kameramann viele schöne Szenen ein. Pünktlich vor der Abfahrt setzte sich dann auch die kleine Molly-Lok mit einem gedeckten Güterwagen Tender voraus in Bewegung. Die Frage, warum dieser dort alleine hängt, lässt sich schnell beantworten, denn beide Bahnen verkehren mit unterschiedlichen Kupplungssystemen. Der Molly hat eine einpuffrige Feldbahnkupplung und die Borkumer Kleinbahn eine Standardkupplung. Deshalb wurde mittels zwei gedeckter Güterwagen am Ende und am Anfang eines jeden Zuges ein sogenannter Adapterwagen geschaffen, welche beide Kupplung besitzt. Die eine vorne, die andere hinten. Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof sieht man auf der rechten Seite die Wagenhalle und die eigene Werkstatt der Borkumer Kleinbahn. Auf der linken Seite ist der Busbahnhof, welcher wie die Kleinbahn das Zentrum mit dem Hafen verbindet. Auf der Fahrt zum J-Bahn-Lübenweg passiert der Zug zahlreiche Bahnübergänge, vor welchen aber jedoch nicht mehr gepfiffen werden muss, da diese mittlerweile mit einer Automatik ausgestattet sind. Nach einem kurzen Halt am einzigen Zwischenbahnhof, dem J. van Dykenweg, setzte sich der Zug weiter in Bewegung Richtung Hafen. Mit der Einfahrt in den Hafen muss der Zug jedoch ein lautstarkes Signal geben, welches auch für die Inselbewohner ungewohnt war, da diese es seit Jahren nicht mehr kannten, einen lauten Pfiff von einer Dampflok und zusätzliches Läuten zu hören. Erforderlich ist dies, weil hier die Hauptzufahrt vom Parkplatz zur Fähre besteht.
Bahnhof befinden sich auf der linken Seite beide Fähranleger, sowohl für die Autofähre als auch für den Schnellkatamaran. Sofort nach der Ankunft hieß es für die Molly-Lok dann abkuppeln, Wasser fassen und umlaufen zum anderen Ende des Zuges.
Kurz nach dem erneuten Ankuppeln ging es sofort zurück zum Bahnhof, also zum Zentrum der Insel. Dort angekommen wurde die Lok wieder abgespannt und lief um. Während der Mittagszeit hieß es dann meistens im Bahnhof warten, einige Fotoszenen nachzustellen, bevor am Nachmittag weitere Fahrten stattfanden. Hier fährt der T1 oder auch liebevoll Schweineschnäuzchen genannt an der Molly-Lok vorbei. Die soll auch Dies soll leider auch schon die letzte Szene gewesen sein. Ich hoffe, euch und Ihnen hat dieses Video gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.